Dein Trennungsschmerz ist kaum noch auszuhalten. Dann bleib unbedingt dran, denn du bekommst von mir jetzt insgesamt 6 verschiedene Punkte, die dir dabei helfen werden, besser mit dem Trennungsschmerz umzugehen und ihn auszuhalten. Und da kommen wir auch zum allerersten Punkt. Wenn wir Trennungsschmerzen spüren, ist das immer so, dass wir eine Erfahrung wahrnehmen des Verlassenwerdens. Ja, wir werden von einer Person verlassen. Und irgendwann haben wir in unserem Leben gelernt, wie wir mit dieser Erfahrung umgehen müssen. Beziehungsweise irgendwann ist es das erste Mal passiert und das ist meistens in der Kindheit. Das heißt, wenn du jetzt wieder verlassen wirst, dann durchlebst du immer wieder dieses Muster, was du das erste Mal gelernt hast, wenn eine Trennung passiert. Und daher bestimmt sich der gesamte Umgang. Das bedeutet, wenn du extrem starken Trennungsschmerz hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch du dich in diesem Muster befindest und dass dieses Muster eben deinen Trennungsschmerz maßgeblich verstärkt. Und das erlaubt uns einen ganz wichtigen Rückschluss, nämlich dass du deinen Trennungsschmerz viel besser heilen kannst, wenn du annimmst, dass das, was du spürst, einem ganz großen Teil auch dein inneres Kind ist, das eigentlich nur eins braucht. Also es ist ein Muster. Inneres Kind ist nichts anderes als ein angelerntes Muster aus der Kindheit in deinem Gehirn, ja, durch diese Synapsenverbindung. Und das braucht nur eine Sache und das ist Liebe. Je mehr Liebe du imstande bist, diesem inneren Kind zu geben, desto mehr wirst du eben die Erfahrung des Trennungsschmerzes verändern. Und Trennungsschmerz wird sich dementsprechend anders anfühlen. Das heißt, der erste wichtige Punkt ist das innere Kind. Und was meine ich mit halten? Du kannst als Übung das Folgende machen. Wenn der Trennungsschmerz wirklich unerträglich ist, leg dich einfach aufs Bett, leg eine Hand hier drauf und die andere Hand hier drauf. Und das sind meistens die Bereiche, wo der Schmerz eben sich am stärksten anfühlt. Und dann sprich in diese beiden Bereiche so viel Liebe rein, wie du nur kannst. Weil auf diese Weise sprichst du in dein Muster, was du damals angelernt hast, unglaublich viel Liebe rein. Das innere Kind bekommt sozusagen jetzt genau das, was es damals nicht bekommen hat, nämlich Liebe. Und auf diese Weise kannst du die Erfahrung, die Trennungserfahrung sozusagen umpolen. Das funktioniert am Anfang nicht so gut, aber wenn du das regelmäßig machst, nur 10 Minuten, wirst du tatsächlich merken, dass langfristig ein Effekt entsteht. Und gerade nachdem du diese Übung gemacht hast, geht es dir direkt viel besser. Das heißt, sprich immer in den Schmerz, den du fühlst, ganz wichtig, so viel Liebe rein, wie du kannst, weil damit signalisierst du diesem inneren Kind, was diesen Schmerz meistens massiv verstärkt. Signalisierst du dem inneren Kind, dass es geliebt wird und nicht den Ex-Partner, die Ex-Partnerin oder Anführungsstrichen Mama oder Papa braucht, um sich geliebt zu fühlen. Und auf diese Weise lässt der Trennungsschmerz deutlich nach und ist viel leichter auszuhalten. Also das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, was mir wahnsinnig geholfen hat, als ich den schlimmsten Trennungsschmerz meines Lebens hatte, war diesen Trennungsschmerz als einen Motor anzusehen. Ja, und ein ganz klein wenig daran gekoppelt, mit dieser Grundenergie, so, du hast mich jetzt verletzt, ja, und die Trennung ist furchtbar, aber weißt du was, ich lasse mich davon nicht unterkriegen, ich zeig's dir jetzt, ich gebe jetzt richtig Vollgas in mein Leben und ich habe einfach alles auf den Kopf gestellt, ich habe, das ist der nächste wichtige Punkt, Abhängigkeiten aufgelöst, die dafür gesorgt haben, dass sich der Trennungsschmerz richtig schlimm angefühlt hat. Und habe einfach richtig Vollgas gegeben in meinem Leben, auf allen Ebenen. Ich habe diesen Schmerz, den ich habe, sozusagen durch harte Arbeit verdrängt und bin mit dieser Energie reingegangen. Die Arbeit, die ich jetzt leiste oder den Einsatz, den ich zeige, der muss stärker sein als der Trennungsschmerz. Und das nutze ich als Motor. Und dadurch ging es mir lange Zeit, auch wenn es natürlich mega hart war, viel, viel besser. Und hätte ich das nicht gemacht, dann wären die Schmerzen für mich unerträglich gewesen und unerträglich geworden. Das heißt, wenn du in die Degeneration gehst, wenn du dich einfach nur aufs Bett legst und gar nichts machst, wenn du Drogen konsumierst, wenn du nur noch Filme schaust, wenn du dich hängen lässt, dann wird der Trennungsschmerz immer schlimmer werden. Warum? Weil wenn wir Trennungsschmerzen haben, wir ein riesiges Problem mit Selbstliebe haben. Wir können uns nicht mehr so sehr annehmen. Und wenn du zusätzlich noch diese Selbstliebe zerstörst, indem du eben Sachen machst, die nichts mit Selbstliebe zu tun haben, also zum Beispiel Drogen konsumieren, wie schon gesagt, sich hängen lassen, irgendwie nur Netflix-Filme schauen, nicht rausgehen, nichts machen, dann signalisierst du zusätzlich noch mehr,
fehlende Selbstliebe dir selbst und deinem Körper und deinem Bewusstsein. Und das verstärkt den Trennungsschmerz enorm und sorgt dafür, dass wir uns eben immer, immer, immer schlechter mit uns und unserem Körper und unserem Zustand fühlen. Deswegen ist ganz wichtig, diesen Schmerz zu nutzen als einen Motor, weil damit stärkst du deine Selbstliebe, deine innere Kraft, deine Stabilität und das wird dir helfen, leichter über diesen Schmerz hinwegzukommen. Mir hat sehr gut geholfen, diese Energie, ich lasse das nicht auf mir hängen, ich zeige es dir jetzt und du wirst schon sehen, was du davon hast, dass du mich verlassen hast. Ja, und das hat natürlich einen riesen Impuls ausgelöst. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Variante für eine Trennungsverarbeitung, aber gerade so in den ersten Phasen nach Trennungen, wo es richtig stark ist, der Schmerz, kann das sehr weiterhelfen und eben Abhängigkeiten auflösen. Also diesen Motor nutzen, um vor allem Abhängigkeiten aufzulösen. Bewusst auch emotionale Abhängigkeiten. Wenn du spürst, du hast irgendetwas mit dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin gehabt, was du nicht imstande bist, dir selber zu geben, ja, dann entstehen im Laufe der Beziehung ganz starke Abhängigkeiten, die dafür sorgen, dass du nur noch diese Freude spüren kannst, wenn du den Ex-Partner, die Ex-Partnerin hast. Und genau das musst du dir selbst geben. Wenn es Bestätigung ist, bestätige dich selbst. Wenn es Angst vor Einsamkeit ist, komm damit klar, auch einsam glücklich zu werden. Ja, dann lerne das auch, einsam glücklich zu werden. All das geht. Und finde diese Abhängigkeiten, löse sie auf und nutze diesen Trennungsschmerz als Motor dafür. Also geh wirklich in diese Energie rein, in diese Kraft rein. Scheiß drauf, das ist eben gerade so, aber ich kämpfe mich da jetzt durch. Und ich mache jetzt wirklich das Beste daraus und er oder sie wird dann eben sehen, was er oder sie davon hatte und nutzt diese Energie, um, wenn es richtig schlimmer Trennungsschmerz ist, noch besser damit umzugehen. Der nächste Punkt, der sehr wichtig ist, Freunde und nochmals Freunde. Triff so viele Freunde, wie du kannst, sprich mit so vielen Freunden darüber, wie du kannst und sorge dafür, dass du das rauslässt, was da drin ist. Je mehr Freunde dir zuhören, weil Trennungsschmerzen können wirklich extrem heftig sein, desto schneller wird es dir einfach besser gehen. Und du kannst leichter mit dieser gesamten Situation umgehen. Deswegen, dieser Tipp ist eigentlich ganz einfach, einfach nur ganz viele Freunde treffen, ganz viel sprechen und sich ganz viel austauschen. Ganz wichtig, Sport. Bei Trennungsschmerzen ist ja, wie gesagt, das Level an Selbstliebe extrem niedrig. Gleichzeitig ist es so, dass wir uns in unserer eigenen Haut extrem unwohl fühlen und unglücklich fühlen und dass wir einen riesigen Mangel an Serotonin haben, was eben auf diese Trennungsdepression zurückzuführen ist. Wenn du Sport machst, dann wirst du automatisch die Serotoninproduktion ankurbeln, was dafür sorgt, dass du dich besser fühlst und dass du glücklicher bist. Und das funktioniert, das merkt man. Nach Sport fühlt man sich einfach besser. Der nächste Punkt ist, dass du deinen Körper stabilisierst und dich damit auch innerlich stabilisierst. Du fühlst dich kräftiger, du fühlst dich besser und du fühlst dich selbstbewusster. Das heißt, dieses angeschlagene Selbstbewusstsein wird damit eben wieder repariert. Und du hast natürlich, sorgst du dafür, dass du den Körper, wenn du intensiven Sport machst, so sehr so viel Energie dort rausziehst, dass du überhaupt gar nicht mehr die Kraft hast oder der Körper gar nicht mehr die Möglichkeit hat, emotional und hormonell dort so viel zu machen. Das heißt, du bist dann so ermattet, dass auch der Liebeskummer dadurch sehr stark nachlassen kann. Das heißt, Sport ist eines der wichtigsten Tools für die Entwicklung deines Körpers nach einer Trennung. Ja? Der nächste Punkt ist, dass du in allem, was du tust, darauf achten solltest, dass du ganz bewusst Spaß hast. Also geh nicht in den Tag wie, ach, wieder so ein Tag, wieder so eine Trennung und alles wieder so furchtbar und schlimm, sondern geh in den Tag, okay, ich weiß, es ist gerade alles scheiße und beschissen, aber ich mache verdammt nochmal das Beste daraus. Ich hole wirklich das Maximale raus, was ich rausholen kann. Auch jetzt fühle ich mich schlecht, aber ich spreche jetzt in dieses miese Gefühl einfach nur einen Haufen Liebe rein, so viel wie ich kann. Versuche mich so gut es geht zu konzentrieren. Versuche so glücklich zu sein, wie ich kann. Und ja, das ist vielleicht erstmal dann eine Maske, die ich mir irgendwie aufsetze. Aber langfristig würde das helfen, dich mit dir selbst immer besser zu fühlen. Und der Liebeskummer lässt schneller nach, weil du dadurch viel schneller in diesen positiven Modus kommst, was für dich und die Trennungsverarbeitung ganz, ganz wichtig ist. So, und der nächste Punkt ist, der auch daran anknüpft, dass du mit positiver Psychologie arbeiten solltest. Das heißt, in allem das Gute zu sehen, bewusst und das Gute wahrzunehmen. Auf diese Weise hast du halt nochmal eine deutlich bessere Möglichkeit, die Trennung aus einem anderen Blickwinkel wahrzunehmen. Was ich da immer gemacht habe, was mir mega geholfen hat, ist,
Ich nenne das die Herzverarbeitung, die Trennung immer aus dem Herzen heraus zu verarbeiten. Ja? Wir haben das Herz, wir haben das Ego, wir stehen aus diesen beiden Aspekten. Und wenn du die Trennung verarbeitest, sagen aus diesem Ego-Anteil, aus diesem Ich, das mehr will, das nicht gut genug ist, das immer wieder was braucht und jetzt eine richtige Abfuhr bekommen hat von ich bin nicht gut genug durch die Trennung und du drinne verharrst, dann wird zusätzlich zum Trennungsschmerz eben immer wieder dieses Mangelbewusstsein weiter geschult und du lässt es wachsen. Wenn du aber die Trennung aus dem Herzen verarbeitest, zum Beispiel in die Vergebung reingehst, kannst du auch das innere Kind hier extrem gut heilen und neue Verbindungen in deinem Gehirn legen. Dafür eben, dass das innere Kind den Schmerz akzeptiert, sich dafür liebt, aber auch vergibt, dann wirst du merken, dass es dir innerlich viel schneller, viel besser geht. Das ist am Anfang bei einer Trennung, wenn es richtig schmerzhaft ist, natürlich sehr, sehr schwierig. Aber je früher du damit anfängst, je bewusster du da reingehst, desto schneller wird es dir eben besser gehen, desto leichter wird es sein, die Trennung zu verarbeiten. Der zweite Punkt ist, dass du darauf achten solltest, zum Beispiel in die Dankbarkeit zu gehen. Das ist ganz schwer, gerade wenn man verlassen wurde nach einer frischen Trennung, ist ganz schwer, dankbar für die gemeinsame Zeit zu sein, die man hatte. Aber genau das ist eben ein extrem starkes und wirkungsvolles Tool, eben nicht mehr zurückzublicken auf, oh, was habe ich da für einen Fehler gemacht, wie konnte ich das so tun, wie konnte das so passieren, sondern zurückzublicken und in diese Energie reinzugehen. Ich weiß, es ist viel schiefgelaufen, aber ich bin verdammt nochmal dankbar, dass ich so eine tolle Zeit mit diesen Menschen haben kann. Erstmal ist es nur ein Gedanke, der emotional noch nicht ankommt und verstanden wird. Aber wenn du das trainierst, wenn du das schulst, wenn du dich darauf konzentrierst, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis dieser Gedanke irgendwann eine Emotion wird, die in dir anhaftet und die dich dann sozusagen, die dann in den Vordergrund geht. Auch die bedingungslose Liebe, nicht die Liebe wegziehen, sondern die Liebe zulassen zum Ex-Partner, der Ex-Partnerin, aber aus dieser Bedingung rausgehen, dass man nur glücklich sein kann, wenn man ihn oder sie eben bei sich hat. Man kann ja auch lieben, ohne ihn oder sie bei sich zu haben. Das sind alles Tools, die dafür sorgen, dass du eben im richtig massiven Trennungsschmerz, wo du eben aus deinem Herz rausgerissen wirst und rausgezogen wirst, einen Weg zurückfindest, weil Vergebung, Dankbarkeit, Liebe, bedingungslose Liebe, alles das sind Komponenten, die aus dem Herzen wachsen, mit dem Herzen zu tun haben und dich immer wieder mit dem Herzen verbinden. Also sobald es dir schlecht geht und du spürst, du bist nicht mehr im Herzen in allen Lebenssituationen, ganz allgemein, und du arbeitest eben mit Vergebung und mit Dankbarkeit, mit der bedingungslosen Liebe, wirst du ganz schnell merken, dass du auf einmal dich besser fühlst, dass es dir mit diesen Gedanken immer besser geht, weil du einfach wieder zurückfindest in deinem Herzen. Und das ist nach frischen Trennungen ganz schwer. Das ist ganz schwer, wenn der Trennungsschmerz extrem ist und kaum auszuhalten ist. Aber wenn man das ganz bewusst macht, ist es halt wirklich eine wahnsinnig gute Methode, um leichter durch diese schmerzhaften Phasen durchzukommen. In diesem Sinne, wenn du Fragen hast, schreib einfach die Frage in den Kommentarbereich. Ich antworte dir relativ zügig und ich freue mich dann auf dich beim nächsten Video. Tschüss!